Täglich kommen 4 bis 5 LKWs mit Flachglas. Jeder LKW hat ca. 25 Tonnen Glas dabei. Diese Scheiben in die Größen 3,21 Meter auf 6 Meter werden dann in das Lager verfrachtet und weiterverarbeitet. Aus dem Lager wird das Glas per vollautomatischer Beschickung auf den Schneidtisch gelegt. Dort wird es maschinell zugeschnitten. Anschließend wird das Glas in die Fächer wegen transportiert. Die Scheiben, die nach Kundenwunsch geschnitten worden sind, werden im Chaosverfahren in die Fächerwegen eingelagert und diese per Stapler in die Fächerwegenaufgabe hineingestellt und vollautomatisch in die Linie 1 eingeführt. Am Doppelkopfapplikator wird der Abstandhalter von der Rolle mittels Primärdichtung Butyl auf das Glas geklebt. Der Applikator kann bis zu 8 verschiedene Größen der Abstandhalter fassen. Danach kommt das Glas mit dem Abstandhalter zur Visitierstation und wird da noch einmal überprüft. Auf die zusammengepressten Scheiben, jetzt Isolierglas, wird eine Sekundärdichtung zur Versiegelung aufgebracht, dann von der Linie gehoben und versandfertig gemacht.